Wow. Und direkt am Konzertgelände, an der Adele World, meine Kollegin Helena King. Helena, wie ist denn die Stimmung jetzt schon da, kurz vor dem Konzert? Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Vorhin haben die Fans in der Warteschlange schon kräftig mitgesungen, als Adele in der Arena hier hinter mir nochmal ihre Songs geprobt hat. Und ich habe auch schon ganz viele selbstgemachte Kostüme gesehen, beispielsweise einen Cowboy-Hut mit Glitzersteinchen oder einen ganzen Anzug aus Pailletten. Und ein Fan hat mir sogar verraten, dass er extra aus Mexiko angereist ist, nur um Adele, sein großes Idol, zu sehen. Also hier wurde sich wirklich richtig ins Zeug gelegt. Man kann es nicht anders sagen, die Vorfreude ist riesig. Wow, aus Mexiko nach München für Adele, das ist mal eine Sache. Was erwartet die Besucher denn heute Abend ganz genau? Die Fans erwartet ein Abend voller Adele. Das versprechen zumindest die Veranstalter. Hier soll wirklich bis ins kleinste Detail geplant worden sein. In der Adele World gibt es beispielsweise eine Telefonzelle, die genauso aussieht wie die in dem Musikvideo von ihrem Song Hello. Und auch was das Technische betrifft, soll es wirklich ein Event auf höchstem Niveau sein. Es gibt eine LED-Leinwand, die so groß ist wie zwei Fußballfelder, und das Soundsystem soll tatsächlich Musikstudio-Qualität haben. Also es ist wirklich der Wahnsinn, und es wurde angeblich auf alles geachtet, damit die Fans ein möglichst tolles Konzerterlebnis haben. Dann wünschen wir allen, die heute Abend drin sind, viel Spaß. Eines der Megakonzerte oder 10 Megakonzerte, das erste heute mitten in Bayern. So muss es sein. Dankeschön, Helena King, live direkt von der Adele World in München.